Ursachen zu beseitigen. Gemeinhin wies vor 4 Tagen begonnen, nimmt Freund nun wieder einen Abschied. 4 Tage lang hätt Asmus Bremer Stadt und Rathaus in Obhut genommen, hätt dafür gesorgt, dass ihr ein fröhliches Fest konntet feiern. Mit Gauklern, Musikanten, mit Piraten und noch mehr Piraten. Gemeinhin Handel und Handwerk, wie damals, als Kiel erblühte. Es sei, Asmus, ihr seid mit eurem Gefolge gekommen. Und heute gilt's, dass ihr das Kerbholz wieder zurückgibt an jene, die es die nächsten 362 Tage verwalten müssen. Doch Asmus, tretet einmal vor, wie hat's euch gefallen in der Stadt? Volk, das wäre ein schön umschlachtet, Jura. Das Wetter hat mitspielt. Der Toler legt locker in die Tasche. Der Händler hat viele Geschäfte gemacht. Du hast viele nie gesunken. Köft, du hast Frieden, du hast Suppen. Was das tüchelt, ich kann mich nicht beschweren. Jubel! Nun, unser Dank gilt Asmus und Gefolge, aber auch der Kieler Brauerei. Ihr sprach gerade davon, dass viel gesoffen wurde. Das ist der Brauerei zu verdanken, denn hat sie uns beständig mit dem einen oder anderen Festleid versorgt. Jubel! Geht ihr jetzt denn wieder gerne schlafen? In der Pandemie, da gab's ja fast keinen Umschlag. Und jetzt möcht's wieder losgehen. Ich sag mal so, also 362 doch schlug, das ist gar nicht so schlecht. Ist nichts zu dumm, kannst nichts verkehrt machen. Ich finde das nicht gut. Wir bringen dich gleich wieder ins Bett mit einem deiner Frauen. Gib mir eine Scheune, Dorothea. Gemeinhin ein Vertreter der Stadt und von Kiel Marketing ist hier. Begrüßet Herrn Erichsen da selbst. Er will. Dass er nicht brüllen müsst wie ein Ochse, schweiget still. Ja, Asmus, du wärst ja nur die letzten 3 Tage hier in Kiel unterwegs und Sie haben das ja alle in der Zeitung gelesen. 9 Millionen Überschuss hat der Kämmerer. Das haben wir doch wohl dir zu verdanken. Und deiner offensichtlichen Politik. Das möchte ich wohl so behaupten. Jubel! Das Jubel! Ist so Jubel! Ich stehe hier heute, weil die beiden Herren, Oberbürgermeister und Stadtpräsident, heute um diese Zeit leider keine Zeit haben. Als stellvertretender Vorsitzender von Kiel Marketing bin ich dann der Nächste in der Rangfolge und werde Insignien an die beiden eventuell übergeben. Erstmal. Ich wollte mich das überlegen. Genau. Ich wollte lieber noch ein paar Dorf bieten. Ja, genau. Ich werde mal die nächsten Tage mal gucken, ob ich das nicht auch mache. Genau. Und dann können wir die beiden in Vorruhestand schicken. Hört sich gut an. Und dann wecke ich dich nächstes Jahr wieder. Gut, gut. Ja. So reichet in zeremonieller Geste. Das Kerbholz weiter macht's langsam, die Schnellzeichner arbeiten. Jubel! Asmus, jetzt können wir gleich saufen gehen, aber zuvor müssen wir euch ins Bett schaffen. Ja! Ich habe ja gern noch einen Schluck mit dir getrunken, aber ich muss nur zu Bett. Ein Großgefolge, auch dem Gefolge sei auf das herzlichste gedankt mit einem Jubel! Jubel! Gaukler, Musikanten und Piraten, auch jenen einen Dank! Jubel! Jubel! Handwerksmeister und Meisterinnen auf dem Markt,
auf dem Asmus-Bremer Platz und auf dem Holstenplatz. Brüllt so laut, dass man euch bis dort hört. Und zu guter Letzt, jener, der das Ungeziefer in der Stadt bekämpft. Captain Jack, verschießt das letzte Pulver. Aber komm, nach dem Schuss jubelt ihr noch einmal. Jedoch, wie vor, würde ich noch einen Riesendank an unseren Herold Johannes jubeln. Wenn Jack jetzt schießt, das ist wirklich sehr, sehr laut. Bitte Hunde ganz nach hinten, kleine Kinder auch, geht ein bisschen nach hinten und unbedingt alle die Ohren verstopfen. Wenn eure Kinder zu klein sind, nehmt sie lieber 10 Meter mit nach hinten. Es ist sehr, sehr laut. Ihr müsst euch unbedingt die Ohren verstopfen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Liebe Freunde, rückt die, richtig die Ohren zu machen. Das ist sehr laut. Obacht, Captain Jack! Lass die Finger drin! Hinfort! Jetzt weiß man, warum die Schlachten damals so lange dauerten. Inoffizialitate! Wäre es wohl gute Sitte und alter Brauch, wenn der Umschlag beendet wird, dass auch die Büchse wird reingeholt. Und das Signal soll geben, der Mann, der die Macht in der Hand hält, das Kampf. Jawohl, ritt mit dem Bürgermeister die Büchse. Wenn Sie es jetzt vergessen, hätten wir weiter feiern können. Ja. Aber so, Herr Asmus, müssen wir weiterziehen zum Wahleberger Hof. Jubel! Vergnügt euch noch oder kommt mit uns. Ihr Landrat!